Morgen. Guten Morgen, Erika. Was ist denn? Ach, morgen. Was ist denn so lustig? Wer hat Ihnen denn das rausgelegt? Oder haben Sie sich heute im Kinderheim angezogen? Die Jacke ist die neue. Ach so. Und die Mütze. Nö, das habe ich doch schon ewig. Das ist halt privat. Bisschen lockerer. Bisschen lässiger privat. Ja, Erika, wenn Sie leben, um zu arbeiten, dann kann ich das nicht ändern. Ich bin gestern Abend noch so ein tinzig-winziges bisschen um die Häuser. Morgen. Ja? Morgen, Erna. Waren Sie gestern auch bei Hakenrad? Wegen dem Schlussverkauf? Meine Freundin und ich, wir waren da nämlich gestern. Hat sie mir das Hemd hier gekauft. Hier. Also nur, weil Sie da das Schild noch haben, hinten. Das Preisschild. Soll ich das mal abmachen? Ich hab hier eine Schere. Oh Mensch, so ein Hochzeitskleid, das kauft man doch nur zwei, dreimal im Leben. Och. Mein Scherz, du, ich bin schon super aufgeregt. Ja, Mensch, Ulf, das ging ja schnell. Was? Wann ist denn soweit? Hey, Kinder hier, die beiden wollen Ringe werfen. Warte, ich geh mal ganz kurz raus. Es ist gerade nicht so ein gutes Thema. Oh, komm mal nur zurück, sie wollen doch nicht. Wieso, will sie nicht, oder? Nein. Ulf, mit diesem Thema kannst du doch jederzeit zu mir kommen. Oder wir gehen einfach mal ein Bierchen trinken. Das ist doch spitze. Hä? Ja, hier mit Weibern kenne ich mich doch aus. Hm? Meine Alte habe ich jetzt endgültig. Ja. Ja. Wenn der Arm so sehr juckt, dass Kratzen nicht mehr hilft, dann muss er ab, der Arm. Zack. Und Arm ist jetzt noch freundlich ausgedrückt. Ja, d'accord. Ja, das können wir auch alles heute Abend in Ruhe besprechen. Ja? Ja. Oh, ganz billig hier, der Frauenflüsterer. Ja? Ja, Onkel Detlef. Wie Onkel Detlef? Ja, hallo. Becker. Hast du schon mal gesehen, wie der einen Stift hält? Echt? Der ist so weit am anderen Ufer, der kann unser Ufer schon gar nicht mehr sehen. Hier, Tanja. Ja? Da muss ich auch noch mal drüber nachdenken. Das ist doch ein guter Mann, der Ulf. Den einfach nicht heiraten, das geht doch nicht. Was? Wieso was? So, guten Tag allerseits. Ich habe heute leider sehr viele Termine, deshalb will ich direkt zum Punkt kommen. Ich hatte bei unserem letzten Meeting darüber gesprochen, dass wir die Abstimmung dieser beiden Bereiche verbessern sollten. Und ich erwarte da konkrete Vorschläge aus dieser Abteilung. Wie sieht's da aus, Herr Stromberg? Läuft. Ja, bislang habe ich da noch nichts, aber das ist alles... läuft. Ich hab's läuft. Jetzt, ja, dann schlage ich vor, Sie sagen mir Bescheid, wenn es soweit ist. Ich kann diese Heinis nicht ausstehen, die nur für den Job leben. Ja. Die Titanic wurde von Profis erbaut. Ulf. Die Arche Noah aber von einem Amateur. Versteht ihr, was ich meine? Da ist nicht immer nur alles Job. Nee, auch mal über den Tellerrand rausgucken. Und dann siehst du auf einmal, oh, da gibt's ja noch ganz andere Sachen. Musik. Weiber. Nachts mal bis halb eins Fernsehen gucken. Hm? Aber die meisten Chefs hier. Krawatte zu lang, Verstand zu kurz.